So, wir sind heute im Jam, einer wunderschönen kleinen Oase an der Spree. Was ist das Jam? Was macht ihr hier? Wollt ihr euch mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Sarah. Das Jam, wir sind hier an der Spree, ein Freiraum, wir sind ein Club, ein Kulturzentrum, ein Strand. Wir veranstalten viele Konzerte und Partys. Wir beherbergen viele verschiedene Künstler, die hier vorbeikommen. Wir machen auch Arbeit mit Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, eigentlich ein generationsübergreifendes Projekt. Wir haben tagsüber auf, wir bieten auch Workshops an, für Jugendliche vorrangig. Und ja, sind ein Ort hier an der Spree. Uns gibt es schon seit über 20 Jahren in Berlin, wo viel passiert. Eigentlich eher ein subkultureller Ort. Und wir versuchen, ja, ein Ort zu sein, der offen ist für alle und jeden, wo sich jeder so wohlfühlen kann, wie er ist. Wir gehen ja gerade der Frage auf den Grund, was selbstbestimmtes Leben ist. Für euch als Jam oder als Leute, die viel arbeiten, was bedeutet das selbstbestimmtes Leben? Vielleicht Menschen auch einen Ort zu geben, wo sie halt eine Zeit lang einfach selbstbestimmt leben können, was Sarah gerade schon angesprochen hat, im Prinzip egal, wie man aussieht, wo man herkommt, wen man mag, was man mag, einfach sich wohlzufühlen und einen Ort zu bieten, wo man sich zurücklehnen kann, ohne Konsumzwang, ohne sich beobachtet zu fühlen. Ich denke, das ist das, was wir bieten wollen. Ein Ort, wo die Menschen zumindest für einen kleinen Zeitraum selbstbestimmt leben können. Und jetzt bin ich als Politiker hier. Was wären eure so zentralen Forderungen für euch an die Politik oder an uns Grünen? Also schön wäre es, wenn der Wert solcher Institutionen, wir sind ja da nicht die Einzige, einfach mehr gesehen wird und halt diese Räume, die ja immer mehr gefährdet sind, so im Laufe der Umstrukturierung der Stadt, erhalten werden und unterstützt werden und einfach die Möglichkeiten, die hier geboten werden, niedrigschwellige Angebote zu schätzen und zu schützen. Das versuchen wir. Danke, dass wir hier sein durften. Noch einen schönen Tag.